Vorab wieder ein fettes Danke an EA, die dieses Video sponsern und mir ermöglichen, euch heute die Mirage Edition vorzustellen. Die ist schon ein bisschen älter und damit natürlich vorab erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Wie gesagt, ein bisschen älter die Edition und EA ermöglicht mir, euch die Edition vorzustellen, das sollte klar sein. Und wie im letzten Video, wer es noch nicht gesehen hat, verlinke ich euch hier oben nochmal die Bangalore Edition, ebenfalls sponsert bei EA. Wer da noch nicht reingeguckt hat, sollte da auf jeden Fall nochmal vorbeischauen, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich zeige euch wie im letzten Video auch hier sämtliche Inhalte im Menü, auch nochmal auf der Firing Range. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Viel Spaß jetzt bei der Mirage Edition. So, die Mirage Edition ist aktiviert. Im Vergleich zum letzten Video habe ich vorher noch nichts vorbereitet. Und wir fangen an mit dem Mirage Skin. Jetzt musste ich erstmal gucken, wo Mirage ist. Ich habe den ewig nicht gespielt. Da ist er schon, der Showstopper. Zack, einmal ausrüsten. Holla die Waldfee. Ich meine, ich habe schon im letzten Video gesagt, bei dem Bangalore Skin, dass das ein absolut genialer Skin ist, der mir sehr, sehr, sehr gefällt. Aber auch hier ist der Mirage Skin von allen Skins, die er hat, wirklich allererste Sahne. Meine Fresse, sieht der genial, wirklich absolut genial. Ultra schickes Ding. So, dann gucken wir gleich mal noch nach der Badge. Die Badge verbirgt sich. Wo verbirgt sie sich? Da ist er. Badge sieht natürlich auch sexy aus. Sehr, sehr genial. Sehr, sehr genial. Da finde ich aber optisch die Bangalore ein bisschen geiler, muss ich sagen. Zack. Wir haben, jetzt muss ich das mal überlegen. Es war die Vault, genau, die Vault SMG war der Skin. The Mantelpiece. Zack. Ach, du dickes Eis, der geil. Ach, du hältst es doch nicht aus. Also ich muss sagen, von Edition zu Edition hat sich ja wirklich Respawn absolut gesteigert. Was ich jetzt finde, was die Skins betrifft, der ist auch ultra, ultra schick. Wir gehen natürlich gleich wieder ins Trainingsgelände. Und jetzt suchen wir hier erstmal, zack, ach, da ist er schon, der Gunscharm Equip. Der passende Gunscharm, der Cowboy-Stiefel. Sieht auch ultra nice aus. Vergesst echt nicht in die Kommentare zu schreiben, wie ihr diese Edition findet. Und auch hier gerne nochmal, welches ist eure Favorite Edition? Und auch an alle Mirage Mains, was haltet ihr von dieser Edition? Und jetzt gehen wir natürlich nochmal in die Firing Range, auch wie im letzten Video. Und dann schauen wir uns mal die ganzen Sachen ein bisschen genauer an. Und auch hier ist dieselbe Problematik, Third-Person-Perspektive kann ich leider nicht zeigen, weil aktuell immer noch der Glitch herrscht, dass wenn du die Legende wechselst, dass die dann einfach umfällt. Wir fangen aber erstmal mit der Waffe an. Die Waffe, Energiewaffe geht da lang und da ist die Vault. Ich wollte gerade sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. Wirkt ja doch noch mal ein bisschen anders, wenn man die Waffe so in der Hand hält, als wenn man im Hauptmenü irgendwo ist und sich die Waffe so ein Stück weit anguckt. Ultra schick. Der Charm ist natürlich extrem sexy. Und jetzt schauen wir mal, was haben wir für einen schönen Emote, der uns diesen Skin in der Third-Person-Perspektive zeigt. Jawohl, ist das geil. Macht er da zum Schluss noch mal einen Moonwalk? Ohne Scheiß, ich habe mir ja den ganzen Spaß noch nie so richtig reingezogen. Der Skin ist allererste Sahne. Ja, absolut genial. Absolut genial. Viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich freue mich wie immer über jeden Daumen nach oben. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.